Okay, die sind gar nicht mal so gefährlich. Fussel und Pfeile, noch ein Fussel. Oh, leichter Wundbrand. So, noch eines übrig. Fussel und Bolzen. Fussel und Wurfdolche. Noch ein Fussel. Noch ein Fussel. Alles klar. Oh, was? Was ist passiert? Es scheint, als ob unser gemeinsamer Bekannter euch beseitigen wollte. Wie? Ihr kennt Darion Terhaien? Dieser verdammte Mistkerl. Das ist also dein Name. Ich bin ihm schon mehrmals begegnet. Allerdings hat er sich, so wie jetzt auch, immer rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Ihr wisst nicht zufällig, wohin er verschwunden ist. Ich denke schon. Er war auf der Suche nach dem Grab eines Magiers, das hier irgendwo im Sumpf sein soll. Ich kann mir vorstellen, dass er dorthin ist. Wo befindet sich dieses Grab? Ich habe ihm gesagt, er soll es mal bei den Grüften an den Knochenfällen versuchen. Was er dort sucht, wisst ihr nicht zufällig auch. Ich glaube, er ist auf der Suche nach einem Kelch, der angeblich in diesem Grab zu finden ist. Mehr weiß ich nicht darüber. Aber euer Besuch in Moorbrück ist doch sicher nicht rein zufällig. Allerdings nicht. Ich bin wegen eures Rauschkauthandels hier. Gebt euch keine Mühe, das abzustreiten. Die bohrengeweihte Molinde hat bereits gestanden, dass ihr sie mit Bohrenswein versorgt. Hm. Wofür sie ihn benötigt, hat sie euch wahrscheinlich nicht verraten. Nein, hat sie nicht. Ist mir auch gleichgültig. Das sollte es aber nicht. Ihr müsst wissen, dass sie insgeheim dem Al-Anfana-Ritus angehört. Für die Ausübung von dessen Zeremonien ist der Bohrenswein ein wichtiger Bestandteil. Und bestimmt ist euch auch nicht unbekannt, dass der Al-Anfana-Ritus hier als ketzerisch gilt und verboten ist. Na, was sagt ihr nun? Das kommt in der Tat etwas unerwartet, aber darum werde ich mich später kümmern. Im Moment ist dieser Darion Terhaien wichtiger. Schön, dann kann ich ja gehen. Damit ihr heimlich das Weite suchen könnt? Nein, mein lieber Koba, so haben wir nicht gewettet. Ich denke, ich werde euch in einer Gruft einsperren, bis ich euch der Obrigkeit übergeben kann. Überlegt euch gut, was ihr vorhabt. Wenn ihr mich einsperren lasst, werde ich Molindes Geheimnis verraten. Dann habt ihr auch sie auf dem Gewissen. Wir werden sehen. Geht's ab mit euch in die Gruft. Okay. Ja. Rauschkraut und Boronswein. Als ich am Tempel ankam, konnte ich sehen, wie der Entführer von Firnian und Salina etwas mit Koba anstellte, das diesen zusammenbrechen ließ. Bevor der Einäugige verschwand, beschwor er noch einige Untote. Ich habe die Untoten beseitigt und Koba vorübergehend in eine Gruft gesperrt. Ja, das Grab des Magiers. Wieder erwarten bin ich auf der Suche nach Torfstecher Koba auf den geheimnisvollen Unbekannten getroffen. Laut Kobas Aussage ist Darion Terhaien, so nennt er sich, auf der Suche nach einem alten Grab, mit dem ein Magier bestattet ist. Er hofft, in diesem Grab einen Kelch zu finden. Ich vermute, dass dieser Kelch mit dem Ritual in der Ruine den Blutbergen zusammenhängt. Das Grab befindet sich an den Knochenfällen im Westen Moorbrücks. Ich sollte mich dort einmal umsehen. Und ich habe vergessen, nach dem zweiten Teil der Anleitung zu fragen. Ja. Höre, es wird kommen der Tage, da der dunkle Streiter sich aufmacht, Unheil zu bringen über den Kosch. Okay, dann ist Dario Tahayen der dunkle Streiter. Er wird verlassen, die Schatten zu suchen, den Kelch und die Jungfrau. Also den Kelch wissen wir jetzt auch, die Jungfrau hat er ja schon. Aber bis jetzt habe ich noch keine Orks oder Goblins in seinem Gefolge gesehen.
Der Bote der Sonne, der das Dunkle betritt. Sei bereit, tapfere Recke zu wehren, das Böse. Mhm. Na, so nehmen wir den Schnellreisepunkt da drüben. Und ja, bevor wir die Gruft betreten, speichern. Skelette und Untote? Warum sind jetzt hier wieder überall Skelette und Untote? Spukhöhle. Magiergrab hier hinten. Okay, da können wir rein. Alte unterirdische Gruft. Oh Gott, wie groß ist das hier schon wieder? Ach, erinnert mich... Okay, doch nicht so groß. Das ist wie die Gruft in Dings. Skelett? Okay. Okay, ich nehme es zurück. Ich glaube, das ist größer hier. Oder auch nicht. Bis jetzt sind hier jedenfalls noch keine bösen Untoten aus der Erde gekrochen. Wie sie es ja sonst immer so gerne tun. Linkes Bein. Einer Statuette. So, warten wir kurz, bis Gladys Astralenergie wieder auf Max ist. Wischrate, die... Oh, Steingolem. Ei, war hier. Okay, Wühlschratte gehen schnell down. Das bin ich. Attacke! Vorax! Aufgepasst! Oh, die nehmen Wunden, deswegen. Aufgepasst. So, jetzt fehlt nur noch der Große. Das bin ich, Zerit.
das mal vor. Bei meiner Axt. Okay, gleich noch meine Heilung hinterher. Okay, die droppen Erze und Kristalle. Das nehme ich gerne. Was machen wir mit Knochenresten? Das kann jetzt mal alles zu Vorgrim. War eigentlich ein recht guter Kampf, muss ich sagen. Da ist der Einäugige, okay. Knochenrest und blutige Beile. Ja gut, das ist eine Gruft so ähnlich wie die in Talon. Nur dass wir hier nicht in jedem Raum von Untoten belagert werden. Ja. Das heißt, es wird noch der Kopf, der linke Arm und der mysteriöse Echsenschweif. Schwanz, wie auch immer. Sehr alte Kupfermünzen, okay. Okay. Oh, hi. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. Komm schon. Mein Atem geht ruhig. Ach, das sind wieder solche Spinnen. Meine Güte. Knochen liegen hier jede Menge rum. Bronzebeilchen und rostige Haumes. Das ist auch, haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Der Zauberstab eines Magiers. Okay. Bringt seine Träger viele Vorteile. Ja. Astralenergieregeneration plus 2, Magieresistenz plus 5, Intelligenz plus Klugheit, Charisma, Intelligenz plus 1 und Astralenergie plus 15. Na klar. Hätte ich Just dabei, würde ich den Just geben. Ja,
Nein, nicht dich selber. Brenno, ihr heilen, bitte.